bin Tim Koch. Ich moderiere zusammen mit dem Kollegen die Gastro Startup Sessions und bin Vorstand im Leaders Club. Hallo, ich bin Patrick Rüther und moderiere mit dem Kollegen die Gastro Startup Sessions und bin Vorstandsvorsitzender im Leaders Club. Wir wollen vermehrt auch auf den Austausch zwischen Erfahrenen und Startups setzen. Mein Name ist Philipp Westermeier, ich bin Gründer und Macher von OMR, also einem Digital-Marketing-Unternehmen. Jeder glaubt, sein Produkt wäre wahnsinnig differenziert, aber vielleicht ist das gar nicht so. Wenn man das verstanden hat, dann weiß man schon mal, wo man seinen Fokus drauf legen muss, nämlich auf die eigene Küche und auf die eigene Experience im Haus oder halt auf das Marketing. Mein Name ist Markus Eckhardt, habe die Agentur The Rocket Scientist gegründet, habe hier bei der Veranstaltung darüber erzählt, wie man Social Media im Prinzip für Gastronomen kleiner, größer, Kette und so weiter realisieren kann. Meiner Meinung nach wird in dem ganzen Prozess der Gründung alles bedacht, allerdings sehr gerne auch die Werbung dann vergessen. Wenn man weiß, dass man in 6 Monaten eröffnet, sollte man vielleicht anfangen, schon mal irgendwie die Trommel ein bisschen zu rühren. Ich bin Julian Stock, arbeite seit gut 5,5 Jahren bei der Firma Alnatura, bin dort für grundsätzlich Marketing- und Nachhaltigkeitsprojekte zuständig. Es besteht immer noch ein unglaubliches Defizit, was das Wissen über Nachhaltigkeit in der Gesellschaft angeht und auch was das Wissen über eine nachhaltige Ernährung angeht. Und letztendlich muss man sich einfach anschauen, wo geht der grundsätzliche gesellschaftliche Trend hin, was sagt die Wissenschaft dazu und wie kann man das Ganze irgendwie zusammenbringen. Ich bin Fridjof, habe mit 16 das erste Mal eine Firma gegründet, da ist Jimdo geworden und jetzt probiere ich nachhaltige Startups zu gründen oder die zu fördern. Ja, ich glaube, wenn man heutzutage gründet, ist das Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, das geht nicht weg, das wird da bleiben. Es ist vielmals schwerer, einen existierenden Laden zu verändern, als eine Neugründung gleich richtig auszurichten. Bei Neugründungen, also wenn ich anfangen möchte, dass ich mir das Thema Nachhaltigkeit einfach von vornherein gebe, weil ich glaube, es wird einfach nur mehr werden. Du bist Tim, ne? Wollen wir es auch ernst machen einmal oder können wir das so nehmen?